der Position, weil es war alles ein bisschen versteckt hier, ja, aber meine Damen und Herren, unser Thema lautet heute: Die Wirtschaft in Deutschland im Jahr 2020, ist die Wartburg-Region darauf vorbereitet? Damit hat uns der Veranstalter vor eine schwierige Aufgabe gestellt, denn wir alle wissen, Prognosen fallen schwer, besonders wenn sie Zukunft betreffen. Wir wollen es doch wagen und haben dafür jetzt so, naja, eine gute Stunde Zeit, würde ich sagen. Um uns einem Ergebnis anzunähern, schlage ich Ihnen einen Pfad vor, der zugegeben auf der Suche nach Antworten zwischen lokal und global etwas meandert. Aber es ist ein Vorschlag meinerseits. Erstens möchte ich mal fragen, einen Begriff klären, was ist denn die Wartburg-Region, über die wir hier sprechen? Was verstehen wir denn darunter? Wir wollen in die Zukunft blicken, aber wo steht denn die Wartburg-Region heute, sozusagen am ersten Tag der Zukunft? Drittens, ganz allgemein möchte ich fragen, was haben Vergangenheit und Zukunft miteinander zu tun, beziehungsweise prägt die Vergangenheit einer Region auch deren Zukunft? Ja, wo steht die deutsche Wirtschaft heute, könnte eine Runde sein. Fünftens, damit könnte man ja auf das Thema Demografie kommen, den demografischen Wandel, der schon angesprochen wurde. In diesem Zusammenhang nicht uninteressant, wie kriegt man eigentlich Kinder? Eine Frage, die selten gestellt wird. Man redet immer über irgendwelche staatlichen Anreizsysteme. Davon allein geht es nicht. So, dann frage ich mich und Sie sich wahrscheinlich auch, wie können wir denn die immer kleinere Zahl an jungen Leuten hier halten in einer Gegend, dass die nicht weggehen? Ich frage mich, kämpft denn jeder Kreis, jede Stadt für sich allein um die Zukunft oder gibt es da vielleicht Partnerschaften in der näheren Umgebung, auch über Gemarkungsgrenzen hinweg? Ich möchte nach Kooperationen fragen. Ich frage mich, wie wichtig ist die Kultur für die Zukunft einer Region? Das ist eine Debatte, die ganz typisch ist für Thüringen mit seinen vielen Theaterstandorten. Aber was verstehen wir denn heute unter Kultur? Sind es nur die Theater? Klar, und wie wichtig ist die Infrastruktur? Die A44 wurde schon angesprochen. Und wenn wir diese Runden geschafft haben, das waren ja so ungefähr 10, ich gebe es zu, dann sind Sie an der Reihe, wenn Sie dann noch genug Kraft und Energie haben, bitte, bitte Ihre Fragen zu stellen. Und am Ende werde ich nochmal nach vorne kommen und dann von jedem hier vorne die Antwort abverlangen auf die Frage, wie er sich denn das Szenario 2020 für die Wartburg-Region vorstellt. Ich darf jetzt unsere Diskutanten nach vorne bitten, Herrn Professor Dr. Ludwig, Herrn Zahn, Frau Dr. Maria Eichborn und Herr Lennart. Zur Rechtfertigung, Herr Professor Ludwig hatte ein Rückenleiden, darum sitzt er auf einem Thron, wenn ich so sagen darf. Ja, ich würde trotzdem, auch wenn wir schon freundlicherweise eingeführt worden sind, mit einer kleinen Vorstellungsrunde hier vorne beginnen. Frau Dr. Eichborn, Sie haben eine interessante, aber vor allem eine sehr abwechslungsreiche Vita. Sie kommen eigentlich aus Bonn, waren Lehrerin, beschäftigten sich mit Tourismus in Südeuropa, gingen für westdeutsche Bergbauunternehmen nach Ostdeutschland, waren Pressesprecherin, glaube ich, einer CDU-Fraktion, kamen dann nach Thüringen. Und wenn man so die Vita liest, da fragt man sich, wann wird es Ihnen denn hier endlich wieder langweilig, dass es woanders hingeht? Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert. Also langweilig kann es einem im Freistaat Thüringen überhaupt nicht werden. Aber vielleicht noch was zu meiner Vita. Ich bin also promovierte Wirtschaftsgeografin, war lange Zeit an der Universität Greifswald tätig, auf dem Lehrstuhl für Raumordnung und Landeskunde und bin dann in die Friedrich-Schiller-Universität nach Jena berufen worden, auf den Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie und Regionalentwicklung. Und in dieser Zeit habe ich an einer Studie gearbeitet, wirtschaftliche Zukunftsfelder in den neuen Ländern, und habe sehr dezidiert empirisch feststellen können, über wie viel endogenes Potenzial dieser Freistaat verfügt. Und wenn man das entwickeln will, und dazu ist ja auch dieses Ressort da, dann hat man viel zu tun und vor allen Dingen eines nicht: Langeweile. Dankeschön. Herr Lennart, Ihr Unternehmen, dessen geschäftsführender Gesellschafter Sie sind, heißt Expert Consult. Das klingt wirklich vielversprechend, aber was steckt denn genau dahinter? Grundname, nichts anderes. Als ich das damals gegründet habe, habe ich beschlossen, es nicht unter meinem Namen zu machen, weil dann immer alle fragen, ja, wenn wir mal Herrn Lennart in der Beratung haben. Und deshalb habe ich gesagt, wir suchen uns einen Namen, ja, und Expert Consult war auch schön international, weil wir auch international arbeiten wollen. Und deshalb haben wir den schlicht und einfach gewählt. Dankeschön. Herr Professor Ludwig, Sie kommen vom Wirtschaftsforschungsinstitut in Halle. Was war da mal Ihre Aufgabe? Was ist heute dort Ihre Aufgabe? Und hat diese Einrichtung in Halle eigentlich auch irgendein Mutterinstitut? Das Institut ist eine Neugründung
Und wenn Sie fragen, Mutterinstitut, dann spricht das eigentlich schon dagegen, alle Neukunden. Aber das Personal des Instituts rekrutierte sich natürlich aus Personen, die es schon gab, die auch irgendwo tätig gewesen sind. Und unser Gründungspräsident war ein IFOTE. IFOTE heißt, das ist ein Mitarbeiter des sehr bekannten Instituts in München, das IFO-Institut. Und er hat, und das ist ein großes Verdienst, er hat Personal rekrutiert, völlig ungewöhnlich für die damalige Zeit, 1991, dass er auch aus dem Osten kam und nicht nur Leute aus dem Westen geholt. Und die Aufgabe des Instituts, da gab es ganz kluge Leute im Bundeswirtschaftsministerium, die haben gesagt, also da kommt was Neues, da war eine Planwirtschaft, jetzt wird es eine Marktwirtschaft, wie funktioniert denn das überhaupt? Das war einmalig in der Welt und deshalb wurde dieses Institut gegründet und mit den Fragen habe ich mich eigentlich jahrzehntelang, kann man jetzt schon sagen, befasst und befasse mich heute auch noch ein bisschen damit. Vielen Dank. Herr Zahn, Sie sind im Rheinland geboren, gingen dort zur Schule, absolvierten dort Studium und dann unterzogen Sie sich nach eigenen Worten einem interkulturellen Training, in dem Sie nach Stuttgart zogen. Und wurde es dann hier in Eisenach alles wieder besser? Ja, also ich sage mal, vom Altbier zum Frühkölsch, ja, zum rheinischen Kapitalismus in Bonn, ja, zur Kehrwoche nach Stuttgart, hier dann anschließend nach Thüringen, ja, in die sehr interessante also Region und dann also auch mal ein kurzer Abstecher in das Land der McDonald's und dann hier wieder zurück. Also von daher sage ich mal, wenn wir darüber sprechen, Fachkräfte zu halten, ich glaube, gute Leute können sie nicht halten, aber sie können immer wieder versuchen, gute Leute auch hierher zu rekrutieren. Dankeschön, kommen wir gleich drauf. Jetzt diese kurze Frage zu haben, bitte um eine ganz, ganz kurze Antwort. Sie haben ja gehört, wie viele Fragen hier auf meinem Zettelchen noch stehen. Und ich darf daran erinnern, hören Sie mal aufmerksam Radio, was die in 20 Sekunden sagen können dort in einem Beitrag. Frau Dr. Eichborn, ganz schlicht die Frage, was ist denn eigentlich die Wartburg-Region? Bitte keine Ausführung zu einer möglichen Gebietsreform. Was ist für Sie die Wartburg-Region? Also, die Wartburg-Region ist für mich das, was hier schon oft gesagt worden ist. Einerseits Weltkultur plus Weltnatur gleich Thüringen pur. Wobei ich beim Weltkulturerbe nicht nur die Wartburg sehe, sondern ich sehe gerade hier in dieser Region eine unglaubliche, lange zurückreichende Industriekultur. Und die hat es ganz anders als zum Beispiel im Ruhrgebiet geschafft, sich weiterzuentwickeln durch Innovationen. Wir haben sie also nicht mit einem sklerotischen Netzwerk oder Milieu zu tun, wie das lange Zeit im Ruhrgebiet der Fall war, sondern wir haben es hier in der Tat mit einem kreativen Milieu zu tun. Und darauf können Sie alle miteinander sehr stolz sein. Und ich denke, die Region ist eine Region, die die kirchliche Reformation bewältigt hat. Und ich denke auch, es ist eine Region, die die Transformation und damit die weltliche Reformation, die gesellschaftliche Reformation gut bewältigt hat und auch weiter bewältigen wird. Dankeschön. Danach kommt die Gebietsreformation. Okay, aber Sie sprachen jetzt über das sklerotische Ruhrgebiet und Ihr Nachbar, Herr Lennart, der kommt ja aus Dortmund. Wenn Sie also mit dem Zug von Dortmund oder mit dem Auto hierher kommen, wo fängt für Sie dann die Wartburg-Region an? Bei Paderborn, in Kassel, Hersfeld, Bebra, Stettfeld? Erstmal muss ich mich jetzt daran gewöhnen, dass ich ein Skelett bin, weil ich aus Dortmund komme und dann wird es sklerotisch. Insofern muss ich erstmal mit abfinden. Aber wir haben ja von Dortmund eine wunderbare Zugverbindung hier nach Eisenach. Das ist schon ein Riesenvorteil. Mit dem Auto ist man auch sehr schnell da, was Riesenvorteile sind, auch zur regionalen Entwicklung. Ja, natürlich fängt die Wartburg-Region in Dortmund an, weil sie ist touristisch schon ein Anziehungspunkt. Meine Frau war gerade mit ihrem Club 2 Tage hier, hat sich das alles angeguckt. Man kennt das bei uns. Und es ist wunderbar, nur wenn ich mit dem Zug hier hinkomme, würde ich sagen, es beginnt für mich einfach, wenn ich im Zug in Eisenach aussteige und nicht in Bebra oder vorher. Okay, danke schön. Herr Professor Ludwig, Sie schauen von Nordosten her auf die Gegend. Wo beginnt für Sie, also von Halle oder Berlin oder was, wo beginnt für Sie die Wartburg-Region? Also ich nehme Ihre Frage jetzt mal wirklich wörtlich mit dem Schauen. Also nördlich von Halle ist ein kleiner Huckel, das heißt Berg. Das ist der Petersberg. Das ist die größte Erhebung zwischen Harz und Ural. Der ist 250 Meter hoch. Wenn ich mich da drauf stelle, ist auch ein Kloster drauf, eine Kirche, die Wettiner, die alten Wettiner, die Sarkophage stehen da. Wenn ich mich da drauf stelle und schaue jetzt in Richtung
Süden, Thüringen, dann schaue ich da so ein bisschen am Kyffhäusergebirge vorbei, dann kommt die Heinleite und noch ein Stückchen weiter und dann sehe ich gar nichts mehr. Das heißt, für mich verflüchtigen sich die Grenzen, je weiter ich weg bin von dieser Region. Und das heißt, wenn ich hierher fahre, mit dem Auto komme, ist für mich eben das Gebiet hier Eisenach, das, der eigentliche Wartburgkreis, der dazugehört, mit zwei faktisch Dingen, die sich bei jedem eigentlich einprägen müssen. Das ist zum einen wirklich die Industriekultur, was die Staatssekretärin schon gesagt hat, und zum anderen aber auch, das ist der kulturhistorische Hintergrund, der sich mit der Wartburg, mit Eisenach, mit Bach und so weiter verbindet. Und das sind die eigentlich die Leuchtzeichen für die Welt außerhalb dieser Region, für mich auch. Dankeschön. Herr Zahn, ganz schlicht gefragt, aus welchem Einzugsbereich kommen denn Ihre Mitarbeiter? Wie könnte man also so die Wartburg-Region definieren? Also wenn wir das betrachten, im Osten von Jena, im Westen von Bad Hersfeld, im Norden ganz grob etwa südlich von Nordhausen und dann im Süden Suhl. Also in diesem Radius befinden wir uns. Und für mich persönlich, also auch da ich ja nun ein Autofreak bin, beginnt eigentlich die Wartburg-Region dort, wo die Autobahn sechsspurig ist und wo es auch keine Speedlimits mehr gibt. Ja? Okay, das ist aber ein großer, also wenn wir das alles eingemeinden, dann gibt es hier keine Sorgen mehr. Dankeschön. Herr Zahn, ich bleibe gleich mal bei Ihnen. Wir sollen ja in die Zukunft blicken. Und wo steht denn diese Gegend heute am Beginn der Zukunft, am ersten Tag der Zukunft? Also am ersten Tag der Zukunft sind wir eigentlich recht gut aufgestellt. Wir sind eben sehr automotivlastig hier, auch VDA-bedingt, der 1900 hier auf der Wartburg gegründet wurde. Und ich glaube, damit haben wir eine gute Grundlage geschaffen. Wir müssen nur schauen, aus meiner Sicht, dass wir hier unternehmerisch und industriell uns ein zweites oder drittes Standbein auch noch schaffen, damit wir nicht nur rein automotiv sind und rein mit dieser Konjunktur auch schwanken. Kommen wir nachher noch zu. Jetzt sagen Sie doch, was ist VDA? VDA ist der Verband der deutschen Automobilindustrie. Dankeschön. Herr Lennart, auch Sie haben die Region mal analysiert. Was war damals Ihr Ergebnis? Der Landrat hat es ja in seiner Rede schon zum Großteil erwähnt. Was wirklich beeindruckend ist, der Wartburgkreis ist einer von fünf Landkreisen in Deutschland, der schuldenfrei ist. Das müssen Sie mal lange suchen, einen solchen Landkreis zu finden. Was uns überrascht hat, war, dass die Löhne ja hier in der Tat mittlerweile auf Westniveau angekommen sind, was auch im Vergleich zu anderen Teilen in den neuen Bundesländern sehr positiv ist. Wir haben sehr starke wachsende Unternehmen hier mit einem sehr guten Beschäftigungszuwachs, was auch nicht überall so positiv gegeben ist. Eine starke Historie, kommen wir mal noch drauf, die ist mir nicht ganz unwichtig. Ist touristisch sehr, sehr bekannt. Wer in Eisenach ist und dort rumwandert, sieht, wie viele Ausländer rumlaufen und diese Stadt besuchen. Kommen wir ja noch drauf, wie wichtig das ist. Aber was uns ein klein wenig betroffen hat und worauf man hier aufpassen muss, die Jugendlichen laufen weg. Und wenn das nicht gestoppt wird, dann haben wir ein echtes Problem hier zukünftig. Da kommen wir noch drauf. Ist versprochen, wenn wir kurz genug sind, antworten, kommen wir unbedingt ganz ausführlich aufs Thema Demografie. Herr Professor Ludwig, mit welchen anderen Regionen in Deutschland würden Sie denn diese Gegend hier vergleichen? Oder ist der gesamtdeutsche Vergleich ungerechtfertigt, weil es in der Entwicklung der Region dennoch immer noch diesen prinzipiellen Ost-West-Unterschied gibt? Wir haben seit zwei Jahrzehnten immer wieder den Durchschnitt des Ostens mit dem Durchschnitt des Westens verglichen. Das war sozusagen Verfassungsauftrag, die Angleichung oder die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, wie es jetzt heißt. Und ich finde, das war eine Zeit lang auch berechtigt, als die Abstände sehr groß waren. Das betrifft insbesondere die 90er Jahre. Inzwischen hat sich die Entwicklung im Osten ausdifferenziert. Und das sehen Sie ja genau an Ihrem Wartburgkreis hier, der sich deutlich abhebt, im Positiven jetzt, deutlich abhebt von Durchschnitten, selbst vom Durchschnitt in Thüringen. Ja, und Thüringen ist das Land, das eigentlich bei wichtigen ökonomischen Größen sehr nah an durchschnittliche westdeutsche Verhältnisse herangekommen ist. Das heißt, wir stehen hier eigentlich vor einem Umdenken. Womit vergleichen wir uns? Macht das überhaupt noch Sinn, sich mit einem Durchschnitt zu vergleichen? Wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, man muss ein Referenzgebiet finden, das wirtschaftsstrukturell mit dem Wartburgkreis zum Beispiel vergleichbar ist. Das kann ein Gebiet sein, was auch ähnliche Strukturen hat, was Automobilbau anbetrifft, was Tourismus anbetrifft. Und nur mit denen lohnt es sich eigentlich zu vergleichen. Interessanterweise, ich hatte vor
wenigen Jahren ein Gutachten für die Landesentwicklungsgesellschaft in Erfurt zu erstellen und habe die Kollegen gefragt, ja, womit vergleicht ihr euch eigentlich, wenn wir jetzt über bestimmte Tendenzen sprechen? Das war für die gar keine Frage. Die befassten sich gar nicht mehr damit. Ja? Also insofern, man muss das Gebiet suchen, man muss sorgfältig auswählen, damit man Gleiches mit Gleichem vergleicht. Aber diese Vergleiche mit den Durchschnitten sollten der Vergangenheit angehören. Dankeschön. Frau Dr. Eichborn, auf die Frage, ob es heute noch gerechtfertigt sei, von Ost- und Westdeutschland zu sprechen, wirtschaftsstrukturell, haben Sie mir mal geantwortet, ja, es sei noch gerechtfertigt. Würden Sie dies nach dieser hochstehenden wissenschaftlichen Meinung, diese Antwort hier wiederholen? Da ich ja selber auch aus der Wissenschaft komme, darf ich vielleicht erläutern, warum ich ja gesagt habe. Wenn wir uns die Unternehmensstruktur hier in den neuen Ländern angucken, dann müssen wir sagen, dass 95% der Unternehmen in den neuen Ländern unter 50 Beschäftigte haben. In der Vergangenheit wurde das häufig als Negativum angesehen. Warum? Weil in diesem Unternehmen weniger Kapital da ist, um es zum Beispiel in Forschung und Entwicklung zu investieren. Und der Privatisierungsprozess während der Transformationsphase bedeutete ja, dass wir Kombinatsstrukturen zerschlagen haben, dass damit auch die Headquarter-Funktionen plus die Forschung und Entwicklung nicht mehr hier an den Standorten waren. Das ist ein Nachteil. Diesen Nachteil haben wir bis heute, aber es ist die Frage, ob wir das noch als Nachteil betrachten müssen. Denn nach der Finanz- und Wirtschaftskrise haben wir ja festgestellt, dass gerade die neuen Länder ganz besonders gut aus der Krise rausgekommen sind. Und das hängt mit der Flexibilität dieser Unternehmen zusammen. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass genau diese Unternehmen jetzt wachsen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie wachsen, die ist relativ hoch. Da braucht man nur mal die Statistik der Bundesrepublik Deutschland der Vergangenheit zu bemühen. Wer wächst? Es sind die kleinen Unternehmen. Es sind nicht die großen, die schrumpfen. Dankeschön. Wie bestimmt die Vergangenheit einer Gegend womöglich deren Zukunft? Herr Professor Ludwig, als Wissenschaftler sprechen Sie von der Pfadabhängigkeit der Entwicklung. Gibt es also bestimmte Grundentscheidungen der Vergangenheit, die je nachdem, wo wir leben, auch unsere Zukunft bestimmen? Ja, also die Zukunft entsteht nicht aus dem Nichts. Ja, die Zukunft hängt von der Vergangenheit ab. Und solche Entwicklungen sieht man im Positiven wie im Negativen. Der 30-jährige Krieg zum Beispiel hat Wüstungen geschaffen in Deutschland, die heute auch noch als Wüstungen bestehen. Später die Industrialisierung hat zu industriellen, entschuldigen, dass ich mal den Begriff gebrauche, industriellen Kernen geführt, die in der Tradition fortbestanden haben, beim Kaiserreich, über die Nazizeit, über die DDR bis heute. Und das ist Pfadabhängigkeit. Das heißt, da hat sich eine gewisse Kultur herausgebildet, eine Industriekultur, die über die Tradition weiterlebt. Die kann natürlich nicht bei der Tradition stehen bleiben, sondern da kommt ja immer Neues dazu. Aber ich nehme an, darüber werden wir noch reden. Tun wir. Dankeschön. Herr Zahn, mir sagte mal Kassels Oberbürgermeister, der Sozialdemokrat Bertram Hilgen, die Kasseler haben ein Autogen. Wir wollen jetzt keine Sarrazin-Debatte führen, von wegen, was hier genetisch bestimmt sei, aber gibt es denn gleichsam so eine Disposition für bestimmte Vorlieben oder Kompetenzen in einer Gegend? Ja, aber auf der anderen Seite gibt es jetzt nicht nur das regionale Autogen, sondern ein japanisches Autogen, ein amerikanisches Detroit-Autogen. Das heißt, Autos ist international, ist global. Das heißt, wir müssen wettbewerbsorientiert sein. Und das haben wir auch unter Beweis gestellt. Und deshalb haben wir die Krise hier in dieser Region sehr gut also gemeistert. Danke. Mit dem lokalen Autogen? Natürlich, mit dem lokalen Autogen. Frau Dr. Eichborn, Sie kommen aus Bonn, sind also gewisserweise Außenstehende und kennen sich mit Mecklenburg-Vorpommern aus und mit Thüringen. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Ländern, wie kann man die erklären? Unterschiede in der Industriedichte, Gründungsinitiative, noch im politischen Wahlverhalten. Ist das, was weiß ich, die Junkerwirtschaft hier, Realteilung dort? Einerseits Bildungsferne, dann hier Reformpädagogik. Gibt es sowas, was so lange wirkt? Also, Junkerwirtschaft haben Sie erwähnt. Mecklenburg-Vorpommern ist da eigentlich eine Zentrale. Da haben wir den Großgrundbesitz und der wurde immer nur an den Ältesten innerhalb einer Familie weitergereicht. Große Areale wurden bewirtschaftet, der Gewinn ging immer wieder in die Landwirtschaft. Wenn wir das Areal nehmen von Aachen über Marburg bis runter nach Erfurt, da haben wir Realerbteilung. Das heißt, alle Kinder erbten. Es gab kleinteilige Parzellen. Das führte dann frühzeitig zur Nebenerwerbslandwirtschaft und der Ausbildung einer Handwerkerschaft parallel.
Und als die Industrialisierung begann, gucken Sie nach Bayern, gucken Sie nach Baden-Württemberg, die ja sozusagen die 40 Jahre Sozialismus nicht erlebt haben, das hat dann dazu geführt, dass die Industrialisierung auf ein Humankapital aus dem Handwerkswesen zurückgreifen konnte. Und wenn Sie sich die Industriedichte Thüringens heute angucken, dann müssen Sie sagen, Sie finden wieder den Anschluss. Sie haben heute eine Industriedichte von 76 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten je 1000 Einwohner, rangieren damit auf Position 5 aller 16 Bundesländer, haben 4 alte Bundesländer vor sich in der Rangfolge und 4 alte Bundesländer hinter sich und dann erst folgt Sachsen. Sie sind also hier auf einem guten Weg, gerade auch durch eine solche Pfadabhängigkeit. Und ursprünglich hieß es mal, das sei Gehorsam gegenüber der Realabteilung. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Das ist eine besondere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Menschen vor Ort, die in der Realabteilung gelebt haben. Dankeschön. Herr Lennart, Sie kommen ja viel rum. Inwiefern prägt die Geschichte auch die Zukunft einer Gegend? Und was heißt das hier für uns? Sie haben bei Entwicklungskonzepten oft das Problem, dass die Leute die Geschichte völlig außer Acht lassen. Und das ist ein Riesenfehler. Jede Region kommt irgendwo her. Und teilweise gehen auch die Wurzeln der Entwicklung wirklich 2-3 Jahrhunderte zurück. Und es lohnt sich wirklich, das anzugucken. Ich möchte jetzt nicht das berühmte Schweizer Ohrenbeispiel nehmen, wo sich ganze Industrien herumgewickelt haben. Selbst hier in den neuen Bundesländern haben Sie ja gesehen, dass nach der Wiedervereinigung die alten historischen Industrien ja schon vorher da gewesen waren und auch hinterher erhalten wurden. Sondern das hat ja mit Leuten zu tun, das hat mit Ausbildung zu tun, das hat mit Historien zu tun. Und da ist man wirklich gut beraten, das im Auge zu behalten. Und Sie sehen nach Gebietsreformen oft Landkreise, die künstlich zerschnitten worden sind, wo alte Gebiete, alte Gewohnheiten von Menschen, wo sie einkaufen gehen, familiär, bisschen regelrecht zerschnitten worden sind und dann diese Landkreise auf einmal in Nord-Süd-Gefälle verfallen, also regelrechte Fehler gemacht worden sind. Sie sehen sowieso auch welthandelspolitisch, und da sind wir Deutschen ziemlich weit vorne, durch unsere alten Beziehungen, die wir so seit dem Mittelalter handelspolitisch haben, sind für heute weltweit noch gut aufgestellt und gern gesehene Handelspartner. Da sollte man alles gut im Auge behalten. Und ich habe hier im Rahmen des Konzeptes gesagt und mir das angeguckt und dann auch gestaunt, der Wartburgkreis, habe ich gesagt, hat dreimal die Welt revolutioniert und man spricht nicht drüber. Sie haben Bach, der hat Musik auf den Kopf gestellt. Sie haben Luther mit der Wartburg, das fast jedes Kind, jeder Mensch auf der Welt kennt, der hat die Religion ein bisschen revolutioniert und der erste BMW wurde hier in Eisenach gebaut. Das sind drei Ansatzpunkte, wo man mit Fug und Recht behaupten kann, wir haben dreimal die Welt revolutioniert, jetzt werden wir es das vierte Mal tun. Dankeschön. Und damit wir das besonders elanvoll tun können, also scheuen Sie sich nicht, die Fenster zu öffnen, noch weiter zu öffnen. Ich sehe hier viele Menschen, die sich immer mal über die Stirn wischen. Ich kann es verstehen, ich sehe auch die Gewitterwolken, die da hinten kommen. Also erleichtern Sie sich so gut es geht. Jetzt eine Frage mit einer Bitte um wirklich, sagen wir mal, eine Antwort nur von einem Satz. Kommen wir mal in die Zukunft. Wo steht die deutsche Wirtschaft 2020? Fangen Sie doch mal an. Einsatz. Ich würde gerne das Motto bringen der Landesregierung, das passt auf die Region, hier hat die Zukunft Tradition. Gut. Herr Lennart, wo sehen Sie die deutsche Wirtschaft 2020? Grobe Züge. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wo wir stehen werden, denn China und Indien entwickelt sich mit einer derartigen Rasanz. Und wenn wir in Deutschland nicht aufpassen, dass wir unsere Innovationsfähigkeit aufhalten können, das hat sehr viel mit Bildung bereits jetzt zu tun und auch Ausbildung, dann kann es uns passieren, dass wir möglicherweise mit unseren nicht innovativen oder nur mittelinnovativen Unternehmen in Deutschland verschwinden und wir uns nur noch auf sehr wenige Industrien konzentrieren müssen, die möglicherweise die Arbeitskräfte nicht mehr finden. Es kann aber auch anders kommen. Ich bin nur nicht ganz so optimistisch, wenn die Politik nicht langsam anfängt zu handeln. Das gilt sowohl für Kommunen wie Länder und auch Bund. Dankeschön, Herr Zahn. Konzentration auf Wertschöpfung, Wertschöpfung, Wertschöpfung und darüber hinaus parallel Innovation. Und ich glaube auch, dass andere Märkte hier in den Vordergrund sich spielen werden, auch aufgrund alleine der demografischen Entwicklung. Dankeschön. Herr Professor Ludwig, was wird ein Merkmal sein der deutschen Wirtschaft 2020? Schrumpfende regionale Märkte? Also vor 5 Jahren hat ein Kollege von mir gesagt, Deutschland, der kranke Mann Europas. Heute sagt er das Gegenteil. Deutschland ist sehr gut durch die Krise gekommen
und hat eigentlich unter Beweis gestellt, dass es eine Wachstumswirtschaft ist. Wachstum, was natürlich künftig genau über die Faktoren erfolgen kann, nur noch, wie sie hier im Podium bereits genannt worden sind. Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass wir große Konkurrenten haben, Konkurrenten, die die Weltmärkte beherrschen werden, die auf eine steigende Bevölkerungszahl, auf ein großes Fachkräftepersonal zurückgreifen können. Und da wird Deutschland natürlich nicht mehr die erste Geige spielen. Dankeschön. Wahlfrage, gut. Jetzt sind wir beim, klar, absehbar beim Thema Demografie, wenn man in die Zukunft blickt. Herr Zahn, die paradiesischen Zeiten mit der großen Personalauswahl unter diesen herrlichen 5 Millionen Arbeitslosen und Tausenden von Bewerbern auf eine Lehrstelle, die sind jetzt ja offenbar verändert, vorbei. Hat das die Wirtschaft schon gemerkt, hier und anderswo? Oder denkt man immer noch, na, wir kriegen immer noch alle Leute, die wir brauchen? Nein, die Fachkräfte, der Fachkräftemangel ist da, ganz klar. Das geht von den einfachen Funktionen bis hin zu den Ingenieuren. Und wir sollten allerdings nicht nur, sage ich mal, das Fachkräftethema ansprechen, sondern grundsätzlich das Ressourcenthema. Das heißt Fachkräfte, dann auch die Rohstoffe, das Material und auch die finanziellen Mittel, die die Unternehmen haben müssen, um innovativ, expansiv zu sein. Und wir kämpfen alle um die Fachkräfte, egal ob das jetzt Baden-Württemberg oder Thüringen ist, und müssen hier interessante Positionen schaffen. Und die liegen mal eindeutig aus unserer Sicht in der Wertschöpfung. Wie viele Bewerber haben Sie denn für eine Lehrstelle? Vor 5 Jahren und heute? Also wir haben jetzt bei uns, bei Bosch hatten wir vor ein paar Jahren 400 bis 500 Bewerbungen auf 20 auszubildende Plätze. Und jetzt sind das 200 bis 300 noch. Danke. Und die Qualität ist also auch, sage ich mal, eher auf dem absteigenden Ast als auf dem aufsteigenden Ast. Und um dann auch gleichzeitig was noch hinzuzufügen, wir müssten viel mehr hinsichtlich der Berufsschulen auf Qualität und jetzt also auch, sage ich mal, auf die Hardware, wo wir jetzt gerade hier mit dem Bauministerium zusammen auch die Berufsschule im Palmental sanieren. Dankeschön. Zum Thema Schulen wollte ich nachher nochmal kommen, ansonsten können die Herrschaften sich ja nachher nochmal draußen beim Grillen treffen, ne, und das aushandeln, wie das mit der Berufsschule wird. Herr Lennart, wie lautet Ihre Erfahrung? Hat die Wirtschaft den demografischen Umbruch in Deutschland schon begriffen? Ist die Politik weiter als die Wirtschaft oder müssen Sie, egal wo Sie hinkommen, sich überall den Mund fusselig reden bei dem Thema? Jetzt haben wir zwei verschiedene Bereiche. Erstmal gibt es nicht die Wirtschaft, die Staatssekretärin hat ja gerade die Zahlen genannt. Übrigens ist es noch ein obendrauf, es sind 93% der Betriebe, die unter 10 Mitarbeiter haben. Das ist noch krasser. Das heißt also, wir reden über Kleinstunternehmen im Sinne der Europäischen Union. Und das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Die meisten Unternehmer in Kleinstbetrieben denken nicht über Demografie nach. Ich habe 8 oder 10 Mitarbeiter oder will schon wieder einen Ersatz kriegen. Und das ist ein Riesentrugschluss. Das ist ein Riesentrugschluss. Es wird eine riesen Auseinandersetzung geben zwischen den Großunternehmen wie Bosch, die Hauptanlaufstelle für Arbeitskräfte werden, weil man möchte bei Hiddennamen arbeiten. Und zwischen den kleinen Unternehmen, die dann im wahnsinnigen Wettbewerb stehen und je kleiner die Region, desto schwieriger wird es. Ja, was die Politik anbetrifft, ich bin ja im Präsidium des Bundesverbandes Unternehmensberater für das Thema Region zuständig und tingle durch Deutschland, um mit der Politik über das Thema Strategie und Zukunft zu reden. Das heißt auch Konzepte mal über 15, 20 Jahre Zeiträume anzupacken. Da ist man sehr begrenzt in der Überlegung, weil Wahlzeiträume auch noch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und das, was hier der Wartburg-Kreis angestoßen hat, mal weg mit einem Zukunftskonzept, ist eher noch die Ausnahme, weil viele auch politisch gar nicht die Kraft haben, solche Themen anzupacken, weil Strategien für eine Region heißt ja möglicherweise irgendwo was weglassen müssen, um woanders anzudocken. Und dazu braucht man Stärke, sowohl politisch wie auch in der Verwaltung. Die ist leider nicht überall anzutreffen und das macht mir schon Sorge, wenn ich sehe, wie in den Regionen teilweise, aber auch in den Ländern da diskutiert wird und auch oft kein Weitblick festzustellen ist. Und das vor den Umbrüchen, die wir stehen, wie gesagt, die sind heftig. Alleine die Zahlen in Thüringen sind 30-50% Einwohnerrückgang, prognostiziert durch das Statistische Landesamt. Ich meine, das sind Zahlen, die muss man sich vor Augen halten. Und dieser Umbruch, den hatten wir noch nie in Deutschland gehabt, uns fehlt die Masse. Und wenn wir nicht aufpassen, fehlen uns auch mit der Masse möglicherweise auch noch die Klasse. Und das gibt dann das Ausbildungsproblem und Fachkräfteproblem. Frau Dr. Eichborn, vielerorts stemmen sich ja jetzt Politiker gegen den demografischen Kollaps. Aber wäre es nicht besser, Sie ließen mal den Kollegen Settlercheck ran von der Uni in Jena, den habe ich mal gehört auf dem Forum der SPD.
zur kommunalpolitischen Entwicklung. Und der Herr Sedlacek, der malte Ihnen ganz fix eine Karte von Orten hier in Thüringen, die wir einfach mal wüst fallen lassen könnten und da gar nicht mehr groß Geld drauf verschwenden müssten. Wäre das besser? Zunächst einmal darf ich ergänzen, ich glaube, dass die Landespolitik viel zu lange das Problem demografischer Wandel in den neuen Ländern vernachlässigt hat. Da waren die Kreise teilweise weiter. Ich gucke mal in den Wartburgkreis und ich freue mich ganz besonders, dass es der Oberbürgermeister und der Landrat gemeinsam machen mit den sogenannten Berufemärkten. Ich bin ja schon zweimal bei Ihnen zu Gast gewesen, das ist exzellent, was Sie da machen. Punkt 1 zur Politik, zu lange negiert. Jetzt gehe ich auf meinen Kollegen Sedlacek ein. Gleiche Fachrichtung, unterschiedlicher Ansatz. Es reicht nicht aus, wenn wir in den neuen Ländern hingehen, empirisch ermitteln, was ist wo los oder nicht los und das nur beschreiben. Es ist eine Grundlage der Wissenschaft, Lösungswege aufzuzeigen. Und der Lösungsweg liegt für Thüringen ganz eindeutig darin, sich genauer anzugucken, was wächst genau in dem Kleinunternehmensegment. Und dabei habe ich im Laufe meiner Studie zu den wirtschaftlichen Zukunftsfeldern in Ostdeutschland festgestellt, es sind gerade Bereiche wie Nanotechnologie, Optik, Automotive, IUK, erneuerbare Energien, Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik, wo Thüringen stark ist, gerade in diesem kleinen Unternehmenssegment. Und wir müssen versuchen, genau diese Segmente zum Wachstum zu führen. Das heißt, wir müssen denen die Rahmenbedingungen schaffen, dass sie wachsen können. Dort haben sie dann entsprechende Verdienste, weil die sind global wettbewerbsfähig, wenn sie innovativ sind. Und das zieht Menschen an. Und wir sollten nicht Werbung machen mit einem Niedriglohnstandort, sondern wir müssen Werbung machen mit dem innovativen Standort, wo wir Hochlöhne zahlen können in diesen Segmenten. Und ja, wo wir sagen können, der Freistaat Thüringen ist das Land der klugen Köpfe. Danke sehr. Herr Professor Ludwig, sollten wir denn, um so einen Prozess anzustoßen, die stets knappen finanziellen Mittel der öffentlichen Hand auf die Kerne und Verdichtungsräume konzentrieren oder eher, naja, die Schwachen stützen, Barmherzigkeit zeigen, hier in der Stadt der Heiligen Elisabeth? Oder gibt es vielleicht auch eine intelligente Verknüpfung, dass schwache Regionen irgendwie von starken Kernen profitieren können? Das ist natürlich eine Wunschvorstellung, das Letzte, was Sie gesagt haben, was wir sicher alle unterschreiben würden. Grundsätzlich aber, also ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber der Anlage der Förderpolitik. Der Staat hat bestimmte Aufgaben zu erfüllen, zum Beispiel die Grundausstattung der aller Gebiete zu garantieren, damit das Leben auch für diejenigen, die etwas von den Kernen faktisch abgeschieden sind, lebenswert ist. Aber das ist eine ureigenste Aufgabe, das hat mit Förderung noch nichts zu tun. Und bei der Förderung, und da haben wir in den 90er Jahren einfach zu lange gewartet, da würde ich Ihnen vorher zustimmen, bei der Förderung haben wir faktisch die Ausgleichspolitik, wo man versucht, uns dann alle mitzuziehen. Und schon Ende der 90er Jahre wurde umgeschaltet, man förderte sozusagen Wachstumspole. Also da, wo die wachsenden Märkte sind, da, wo Innovationen sind und so weiter. Und ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Wenn wir überhaupt noch fördern sollten oder müssen, dann gehen wir da rein und nicht in irgendwas anderes, wo wir dann konservieren. Danke. Schön für Eisenach und den Wartburgkreis. Meine Damen und Herren, bevor wir jetzt speziell auf diese Region kommen, jetzt will ich doch noch eine Frage stellen. Das Thema sinngemäß, wie kriegt man Kinder? Ist die Debatte um die Ursachen des demografischen Wandels ehrlich genug? Geht sie tief genug? Einerseits weiß ich ja, dass da kurzfristig nichts zu ändern ist. Die Bremsspuren sind lang. Das letzte Jahr, dass in Deutschland eine Frau mehr Kinder gekriegt hat als die Frau der vorhergehenden Generation, war 1890. Seit 1890 sinkt die Zahl der Kinder je Frau. Und heute merken es erst fast alle, ja? Über 100 Jahre später. Also andererseits weiß ich, dass die Produktionsmittel auf diesem Feld ja noch ganz so gern in privater Hand liegen. Da ist ja nichts verstaatlicht. Und wir können doch zum Beispiel Frau Dr. Eichborn jetzt den Herrn Marci zum Beispiel als Kultus- und mit den Kinderminister nicht dafür verantwortlich machen, dass wir zu wenig Kinder in Thüringen haben. Da wäre er doch überfordert, also als Politiker. Also die Ursachen des demografischen Wandels, denke ich, sind uns alle klar. Das waren die unsicheren ökonomischen Verhältnisse in den 90er Jahren. Und ab Mitte der 90er Jahre haben wir hier eine Fertilitätsrate pro Frau von 0,9 Kindern.
Mittlerweile haben wir es wieder geschafft, gleichzuziehen mit dem Besten auf 1,5 Kinder pro Frau. Sodass ich sagen kann, hier haben wir es wieder geschafft, aus dem Tal herauszukommen. Unser Problem ist im Moment, dass in den 90er Jahren natürlich viel weniger Frauen geboren worden sind, die dann später Kinder bekommen können. Und das ist jetzt das demografische Echo, was uns sozusagen auf die Füße fällt. Die Initiative von Herrn Matschi ist richtig. Wir müssen ganz klar sagen, dass wir unsere Visionen politischerseits auf die Familie richten müssen, auf ein familienfreundliches Umfeld. Ich sehe, dass viele Unternehmen hier im Freistaat Thüringen das bereits machen, indem sie Frauenarbeitsplätze mit Kinderbetreuungsmöglichkeiten anbieten oder Unternehmen, die zu klein sind, gewisse Allianzen mit anderen Unternehmen eingehen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Zum Zweiten weiß ich, dass Herr Zahn zum Beispiel eine Ausbildungsallianz gebildet hat, BMW, Bosch, Opel, soweit ich weiß. Das macht Schott, das macht Zeiss mit Yen Optik zusammen, halte ich für eine ganz wichtige Angelegenheit. Wohlgemerkt, auch in der Pädagogik müssen wir uns umschauen. Unsere Lehrer müssen hochqualifiziert sein. Sie müssen nicht nur bilden, sie müssen auch erziehen. Und da denke ich, sollten wir ruhig vor die Zeitgrenze von vor 20 Jahren mal zurückschauen. Was da nämlich teilweise gemacht wurde, war gut, dieses Gesamtbild. Und jedes Kind ist wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und den müssen wir in der Gesellschaft vermitteln. Und auch, dass Familie ein ganz wichtiger Wert für das eigene Leben ist. Dankeschön. Herr Lennart. In Kloppenburg, Fulda, aber auch in Offenbach, da gibt es mehr Kinder als anderswo. Warum? Wenn Sie da sagen, wie das stimmt, ich kann es nicht verifizieren, vielleicht ist Ihr Strom öfter ausgefallen oder sonst irgendwas. Nein, es ist gerade schon angedeutet worden. Das hat statistisch gesehen Auswirkungen, die schon in den 60ern liegen. Nicht? Damals gab es noch viele Kinder, in manchen Regionen mehr, in manchen weniger. Und die Auswirkungen sind heute noch da. Haben wir mehr Kinder, sind natürlich heute auch mehr Kinder, da die wieder Kinder bekommen haben. Das heißt, der Riesenbumerang, der erreicht uns erst noch. Denn wir sind noch gar nicht auf dem Höhepunkt angekommen. Da kommt aber auch dazu, wenn Sie Kloppenburg nehmen, auch Emsland gehört ja zu den Wachstumsregionen, dass gewisse Religionen eine Rolle spielen. Die katholischen Räume sind teilweise stärker aufgestellt. Da spielt auch Religion eine gewisse Rolle dabei. Auch das familienfreundliche Umfeld, das Leben und Kinder haben zu wollen. Es ist ja bewiesen, dass dort, wo Kinder natürlich sind, andere auch Kinder bekommen, weil sie einfach dazugehören. Und insofern ist das ein Punkt, der sich historisch lang entwickelt und die gewisse Attraktivität des Lebensraums spielt auch noch eine Rolle dabei. Dankeschön. Aber mit dem Stromausfall ist ein guter Hinweis. Im Herbst 2005 gab es einen immensen Wintereinbruch im Münsterland, sodass Strommasten umknickten unter der Schneelast. 9 Monate später zahlte der regionale Energieversorger Begrüßungsgeld an die Babys. Und dann las man in den Lokalzeitungen so Geschichten, auch bei uns im Wasserbett ist die Heizung ausgefallen, da sind wir runter aufs Sofa und das war so kuschelig. Also vielleicht ist so die Rekommunalisierung der Energiewirtschaft auch eine Chance, was dieses betrifft. Herr Professor Ludwig, Sie haben ja Lebenserfahrung. Und was flüstern sich jetzt Verliebte ins Ohr, bevor sie einander ganz nahe kommen? Du Schatzi, der Althaus hat das Erziehungsgeld eingeführt. Oder Mensch, der Matschi hat den Betreuungsschlüssel in den Kindergärten gestärkt. Wie lockt man die Kinder aus dem Mutterbauch hervor? Also das glaube ich nun wirklich nicht. Also wenn ich mich an meine Zeit erinnere, es liegt ein Stückchen zurück, da hat man natürlich Liebeschwüre und so weiter abgegeben, was weiß ich. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das waren die Hormone. Aber natürlich von dem Moment an, wenn Sie dann eine Familie gründen wollen, wenn sozusagen der Ernst des Lebens kommt, dann spielen natürlich solche Dinge eine Rolle. Also ein familienfreundliches Umfeld, wozu eben auch gehört, dass entsprechende Kindergärten da sind, dass die Frau gut, in der Regel die Frau, also sonst manchmal auch der Mann, gut faktisch die Berufstätigkeit verbinden kann mit der Familienerziehung. Also es gehört schon einiges dazu, aber ich würde es wirklich nicht reduzieren wollen auf die eine Geschichte mit dem Erziehungsgeld und so weiter. Es ist keine rein ökonomische Sache oder finanzielle Sache. Dankeschön. Herr Zahn, ich war neulich bei Stiebel Eltron in Eschwege und da fragt man die jungen Leute beim Einstellungsgespräch nach ihren Wünschen. Und die Jungen und Mädchen, die sind dann so 16, 17, die antworten dann nicht Geld und Karriere, sondern die sagen Familie gründen und in der Heimat bleiben. Ist das bei Ihren Lehrlingen auch so? Ja, Sie hätten vielleicht besser bei Bosch Thermotechnik fragen sollen. Stiebel Eltron ist ja ein Konkurrent von uns. Aber ich glaube, dass grundsätzlich heute die Unternehmen sehr flexibel aufgestellt sind.
wenn Sie, sage ich mal, N Mitarbeiter haben, haben Sie ja fast schon N Arbeitszeitmodelle. Das heißt ganz spezifisch. Wir müssen trotzdem realistisch bleiben, gerade wenn Sie Produktion und Dreischichtbetrieb haben. Sie können da nicht jedes Flexibilitätsmodell fahren, sondern Sie sind dann also schon angewiesen, dass Sie eine bestimmte Systematik haben. Und hier ist Realismus gefragt, auch auf beiden Seiten, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, dass man also das realisieren kann. Aber ich glaube, die Flexibilität, die wir zeigen, auch hier in dieser Region, ist im Grunde genommen schon sehr weit vorangeschritten. Und wollen denn die jungen Leute, die zu Ihnen kommen, gerne hier bleiben? Oder wollen die alle nach Stuttgart in die Zentrale? Nein, also teilweise nicht, sage ich mal, so in den Vorstellungen, wie wir das gerne im Bosch-Konzern sehen, dass also hier die Internationalisierung vorangetrieben wird. Wir haben den Eindruck, es gibt auch andere Regionen, in denen das, sage ich mal, nachvollziehbar ist. Der Thüringer klebt relativ stark an der Scholle. Das heißt, er möchte eigentlich hier bleiben grundsätzlich. Selbst wenn ich also die Möglichkeit gebe, für ein paar Jahre nur mal nach Spanien oder in die Niederlande im Bosch-Konzern zu wandern, ist es relativ schwierig. Also das heißt, gut ausgebildete junge Thüringer haben eine relativ starke Bindung also auch hier an die Region. Dankeschön. Wie hält man junge Leute in der Gegend? Herr Lennart, Sie haben eine Geschichte geschrieben über Ihre Lieblingsstadt im Reich der Fantasie, Sog an der Enne oder Soch an der Enne, also muss in Westfalen liegen, diese Stadt, dem Namen nach. Sie sollen jetzt bitte nicht die ganze Geschichte dieser Stadt erzählen, aber was tun die Leute dort in dieser Idealstadt, um die Jugend zu halten? Schade, die ist spannend, die Geschichte. Aber das kann man nachlesen, hat so 20 Seiten. Das wollte ich gerade sagen. Diese Geschichte steht in einem Buch, das wir vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater herausgegeben haben, Zukunft der deutschen Wirtschaft in 2030. Und insofern ist das im Rahmen dieses Buches geschrieben. Da haben wir übrigens Daimler-Chrysler-Vorstand, so ein TUI-Vorständen und so weiter geschrieben. Ist mal empfehlenswert, wenn Sie sich alle mit dem auseinandersetzen wollen, was 2030 aus den verschiedenen Perspektiven diese Experten sehen. Und ich habe dann über den Wirtschaftsstandort Sog an der Enne geschrieben, der irgendwo in Deutschland liegt. Und das geht schlicht und einfach darum, dass eine sehr junge Bürgermeisterin gewählt wurde, nachdem die Bevölkerung die Nase voll hatte von den alten Apparatschiks, die immer nur ihre eigenen Freunde verteilt haben und sie mit sehr jungen Jahren an die Bürgermeisterwürde kam. Und sie hat von vornherein die Jugendlichen in die Politik mit einbezogen und sehr stark auch die Social Media genutzt, um ganz gezielt mit den Jugendlichen Projekten zu machen, Politik zu gestalten und letztendlich diesen Wirtschaftsstandort nach vorne zu bringen. Und hat das dementsprechend erfolgreich gemacht. Das ist sowieso so ganz aus der Luft gegriffen. Es gibt ja mittlerweile Kommunen, wo Bürgermeister, Bürgermeisterin 26, 27 Jahre alt sind. Auch bei uns im Ruhrgebiet, also nicht nur Skelette. Und die tatsächlich da einer Jugendpartei gegründet haben und in einer mittelgroßen Stadt dann auch gewählt worden sind. Und insofern, das ist auch die Hoffnung für mich, die Jugendlichen zukünftig viel, viel mehr in die Politik einzubeziehen und sie dafür zu begeistern und damit auch wieder Zukunft reinzukriegen. Denn der durchschnittliche Rat in Deutschland gefühlt als Stadtrat, Kommunalrat ist 60 plus. Und mit den Leuten über die nächsten 20, 30 Jahre zu reden, das ist schwierig. Ja, gut, Italien, Berlusconi, auch schon älter. Ne? Ja. Gut, wir haben ja nach einer Publikumsrunde, vielleicht wollen ja dann die beiden Vertreter der Kommunalpolitik sich dazu äußern. Herr Zahn, was wünschen Sie sich von Eisenach oder dem Wartburgkreis oder von Thüringen, um die jungen Leute hier zu halten? Zum Beispiel eine Imagekampagne? Aber was nutzt so eine Kampagne, wenn Sie doch, wie ich immer hören muss, in der Thüringer Wirtschaft so miserable Löhne zahlen? Da ist doch klar, dass keiner kommen will, oder? Also zunächst zu den Löhnen. Also dass wir schlechte Löhne zahlen, hat eigentlich nur, sage ich mal, der Wirtschaftsminister in den Raum gestellt und versucht also damit eigentlich eine positive Imagekampagne, die wir von der Unternehmerseite hier also auch über Thüringen hinaus zu bringen, zu konterkarieren. Ich erinnere mich nur am 13. Januar diesen Jahres, wo also ein Bericht im ZDF-Journal anonymisierter Zeitarbeiter wird gefragt, der Wartburg im Hintergrund, wie schlimm und das Ganze ist. Dann kommt der Cut, dann sagt der Wirtschaftsminister, die Lohnsituation ist total also schlecht in Thüringen. Also so kann man ein Land nicht vertreten. Das geht nicht. Ja? Und das ist auch nicht die Realität in den Betrieben hier. Ja? Sondern?
dass es ein paar Ausnahmen gibt, ja, schwarze Schafe, mag ja sein, aber der überwiegende Anteil zahlt im Grunde genommen eigentlich gut und also auch Tarif, beziehungsweise so, dass man auch junge Leute hier halten kann. So, zweiter Punkt ist ganz einfach die Image-Kampagne. Ich sag mal so, wenn es so einfach wäre, einfach zu sagen, wir machen jetzt mal einen Imagefilm. Wir haben jetzt einen Industriestammtisch gehabt und da haben wir also auch diese Aspekte, Emotionen. Ja, wie holt man, sage ich mal, gerade von Seiten der jungen Leute, andere junge Leute hier ins Land? Und wir wollten und haben mit dem Oberbürgermeister vereinbart, wir gehen an die BA und holen uns junge Leute und die sollen mal versuchen, in einem Filmprojekt oder anderen Projekten Thüringen zu vermarkten. Das gucken wir uns dann mal in einem halben Jahr bei einem nächsten Industriestammtisch an. Mal gucken, was da rauskommt und vielleicht kommen da gute Ideen, um das zu machen. Denn, ohne jetzt die zwei Minuten, ich glaube, eine Imagekampagne, wie sie der Wirtschaftsminister momentan fährt, ist schon grundsätzlich richtig. Aber im Zeitalter der Social Media, ja, ist im Grunde genommen, wissen wir teilweise gar nicht so richtig, was die jungen Leute eigentlich wollen und wie sie kommunizieren über Thüringen, über die Unternehmen oder über Einzelpersonen. Und das müssen wir auch irgendwo versuchen, in eine Imagekampagne mit einzubeziehen, nämlich die neuen Medien. Dankeschön. Kommen wir nachher noch mal drauf. Frau Dr. Eichborn, was sagen Sie denn zu der neuen Imagekampagne? Die heißt ja wohl, was ist das? Das ist Thüringen. Kriegt man die Leute ins Land? Hält man die so hier? Also ich habe den Film über die Image-Kampagne gesehen und finde es sehr gut, muss ich dazu sagen, weil mir ist aufgefallen, als ich vor 6 Jahren ins Land kam und ich mir sagte, hier will ich eigentlich überhaupt nicht mehr weg, weil es so schön ist, dass die Thüringer selbst ihr eigenes Land gar nicht mehr so zu schätzen wissen und auch gar nicht wissen, wie innovativ sie eigentlich sind. Vielleicht liegt das ja auch an den kleineren Strukturen, dass das nicht so transparent ist. Insofern halte ich eine solche Image-Kampagne nach innen für absolut richtig und wichtig. Aber wir brauchen auch die Image-Kampagne nach außen. Ich lade ganz gezielt meinen Freundeskreis aus Mecklenburg-Vorpommern ein, wie auch aus den alten Bundesländern. Und jedes Mal erlebe ich dieselbe Überraschung. Ist das toll hier! Und genau das muss man nach außen vermitteln, damit das Denken sich verändert. Und das müssen wir mit unseren eigenen jungen Leuten auch tun. Und ganz wichtig ist, bei den kleinen Unternehmen können wir ja im Grunde durch eine klare Analyse sagen, wie sieht da die Altersstruktur aus, welche Arbeitsplätze fallen in welcher Region, in welchem Fachbereich weg. Und genau diese Informationen müssen wir über Internetplattformen transparenter machen. Denn da kommunizieren junge Leute. Danke sehr. Herr Professor Ludwig, was hält denn jetzt die jungen Leute? Guter Internetauftritt, der Stolz auf die Heimat oder die guten Löhne bei Bosch Eisenach? Oh, also was den Stolz auf die Heimat anbetrifft, da glaube ich schon, das spielt eine gewisse Rolle. Aber vom Stolz allein kann man nicht leben. Deshalb ist hier eine ganze Kette von Dingen zu beachten. Also das geht im Grunde genommen, also Thüringer sind bodenständig, das ist mir auch klar. Aber Bodenständigkeit heißt, da gibt es Familienbande, da gibt es Freundeskreise, dann brauchen wir die Ausbildungsmöglichkeiten, um die Leute hier zu halten. Aber das hat sich deutlich verbessert gegenüber der Vergangenheit. Aber letztendlich ist es wirklich eine Frage dann auch der Löhne. Und also ich habe andere Ergebnisse, Untersuchungsergebnisse, was die Löhne anbetrifft in Thüringen. Ich glaube schon, dass Bosch und die Großen so bezahlen wie an ihren Standorten im Westen. Ja? Und es gibt sicher auch schwarze Schafe. Nur wenn ich auf die Lohnsummen insgesamt schaue in Thüringen, die sind deutlich schlechter stehen die da als andere Bundesländer. Und das hat schon etwas zu tun mit dieser Kleinteiligkeit der Wirtschaft, mit den vielen Kleinstbetrieben, ich muss es noch mal betonen, bis 10 Beschäftigte, ja, mit den vielen Kleinstbetrieben, wo natürlich auch anders bezahlt wird. Das sollte man nicht vergessen. Aber die Großen, denke ich schon, die stehen gut da, die bezahlen auch gut, die sind auch attraktiv, finde ich, für die jungen Leute. Dankeschön. Das Thema Image-Kampagne, also ich finde das auch positiv, sowas zu machen. Ich will gleich mal bei Ihnen bleiben, Herr Professor Ludwig. Aber wenn ich jetzt hier so auf die Gegend gucke, als jemand, der jeden Tag von Kassel nach Erfurt fährt, hin und her mit dem Auto, dann macht der Werra-Meißner-Kreis eine Kampagne mit großen Plakaten in Frankfurt am Hauptbahnhof, dass man doch bitte im Werra-Meißner-Kreis wohnen soll.
Der Landrat von Hersfeld-Rotenburg macht jetzt eine Kampagne. Ich bin ein Hero von Hersfeld-Rotenburg abgeleitet. Jetzt macht man hier noch eine Kampagne. Ich würde mich fragen, wäre es vielleicht sinnvoll, es würden mal drei in der Nachbarschaft, müssen ja nicht die hier sein, kann ja auch am Ostende von Thüringen sein, mit Sachsen zusammen, wenn die zusammen, oder Sachsen-Anhalt, wenn die mal zusammenwerfen würden und für sich werben würden. Hätte das einen größeren Effekt oder wird das immer scheitern am Lokalstolz, Lokalpatriotismus eines jeden Einzelnen? Ja, es ist ein Dilemma, vor dem man dort steht. Wo wollen wir denn wahrgenommen werden? In Brüssel oder in Berlin? Es macht schon was aus, aus welcher Perspektive ich auf das Gebiet schaue. Je weiter weg ich bin, umso mehr muss ich mich eigentlich hier zusammenraufen, zusammenfinden, damit es noch sichtbar wird. Und das kann dann sogar sozusagen Mitteldeutschland sein. Das muss ja gar nicht mal Thüringen sein oder die Kreise, die Sie hier genannt haben. Insofern, ich glaube schon, wenn man auf die regionalen Vorteile, Stärken hinweisen will, macht es sicher auch Sinn, dass jede Stadt oder jeder Kreis da noch was Besonderes heraushebt. Aber ich bin ein Marktanhänger, ich sage immer, Versuch und Irrtum. Man soll durchaus auch solche Kampagnen dann versuchen, was sie bringen, aber eben auf der sehr überregionalen Ebene, wenn man kooperiert mit solchen Werbekampagnen. Dankeschön. Herr Zahn, wie gut kooperieren denn jetzt Stadt, Eisenach und Wartburgkreis miteinander? Gibt es zum Beispiel, Sie sagten schon, es gibt ja diesen gemeinsamen Unternehmerstammtisch. Und ich habe mich jetzt gefragt, als ich Sie neulich besuchte, warum Ihr Werk eigentlich nicht durchgängig ausgeschildert ist, wenn ich von der Autobahn komme. Also Opel Eisenach, das ist schon in Bommen oder Herleshausen auf der hessischen Seite ausgeschildert. Und Sie sind größer als Opel und sind in der unmittelbaren Nachbarschaft, also zwischen Autobahn und Bosch, nicht ausgeschildert. Was hat denn das für einen Grund? Warum sind Sie so bescheiden? Ja gut, Kultur steht hier im Vordergrund zur Industrie, wollen Sie sagen. Ja gut, ich sag mal, hier kommen zwei Kreise zusammen und es gibt das eine oder andere, was man dann eben im operativen Tagesgeschäft diskutieren muss und wo man auch schauen muss, inwieweit auch andere Ministerien da eine Rolle spielen. Es ist nicht einfach. Auf jeden Fall ist für uns oder jemand, der aus einem Unternehmen in einer globalisierten Welt kommt, schon immer so ganz einfach, dass man hier diese kleinen Kreise noch hat, also Freie Kreisstadt oder Landkreis. Ja, also wir sind Industrie, ja, wir kennen eigentlich also auch nicht in dem Sinne Hessen oder Thüringen. Unsere Kunden sitzen weltweit und werden von uns aus beliefert. Das heißt, da ist man dann schon teilweise überrascht über, sage ich mal, Denken und Handeln teilweise, aber es wird trotzdem versucht, sage ich mal, dass Wirtschaft und auch die hiesigen, sage ich mal, Entscheider auf der öffentlichen Seite relativ eng und zusammenarbeiten. Das kann man also sagen. Dankeschön, Frau Dr. Eichborn. Um ja den Gemeinsinn zu stärken, braucht es da jetzt noch ein bisschen mehr weiblichen Charme, dass Sie vielleicht mal zum Unternehmerstammtisch kommen oder gar die Knute einer Gebietsreform. Aus der SPD hörte ich mal, dass es dass künftig Gebietskörperschaften mindestens 200.000 Einwohner haben sollten in Thüringen. Also spätestens nach der nächsten Volkszählung ist dann auch Erfurt im Landkreis Sommer da. Ne? Also, wenn Sie jetzt den weiblichen Charme ansprechen, dann mag der zwar helfen, aber ich glaube, hier ist in erster Linie Sachverstand gefragt. Kann man ja kombinieren. Das mag sein. Ich blicke jetzt mal nach Mecklenburg-Vorpommern. Die unternehmen mittlerweile den zweiten Versuch oder einer Gebietsreform nach der ersten, die 1994 auch dort stattgefunden hat. Der erste Versuch ist beim Verfassungsgericht gelandet. Per Urteil wurde abgelehnt, weil die Strukturen zu groß waren. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, hier mit Zahlen zu arbeiten, denn wir müssen die Zahlen zusammen mit der Fläche und dem Radius sehen. Und wir sind darauf angewiesen, ich schaue jetzt ganz bewusst auf den Landrat, der einen Kreistag hat, der darauf angewiesen ist, dass Ehrenamtler bei ihm mitmachen. Und die müssen nach wie vor mitmachen können. Und das können sie nur, wenn man ihnen nicht viel zu lange Wege zumutet. Und gerade diese lokalen Akteure, die brauchen wir, weil die ihre Region am besten kennen und am besten wissen, wie man sie von unten entwickeln kann. Eine Gebietsreform von oben halte ich auch für kritisch, weil man die Befindlichkeiten von Regionen
von oben nicht so richtig beurteilen kann. Und daher setze ich auch sehr stark auf Freiwilligkeit. Das tut die Landesregierung im Moment ja auch, was die Verwaltungsgemeinschaften anbelangt. Versucht, euch selbst zu finden. Das ist im Moment der intelligenteste Weg. Und wir haben sehr schnell eine Reform durchgeführt, die eigentlich Prozesse, die positiv laufen sollten, in das Negative verkehren können. Dankeschön. Ja, auf Freiwilligkeit, das hört sich gut an, kann man setzen. Aber ich denke mir, ja gut, also wäre Westdeutschland nicht besetzt worden, wir hätten heute nicht ein Großhessen und wir hätten nicht NRW. Also, ja gut, also Saarland ist wenigstens zurückgekommen. Ist ja schön so. Herr Lennart, wie groß ist denn eigentlich der ideale Landkreis in Deutschland? Wie groß ist die typische kreisfreie Stadt? Und gibt es denn Gemeinden, Städte und Kreise, die besonders gut zusammenarbeiten in Deutschland? Und dieses Sog an der Enne, können Sie ja vielleicht noch mal kurz sagen, wo die Stadt liegt irgendwo? Die liegt irgendwo in Deutschland, da bleibe ich bei. Es gibt keine ideale Größe, Staatssekretärin hat es ja gerade gesagt. Es gibt Städte wie Coburg, noch unter 50.000 Einwohner, die sind steinreich und wissen gar nicht wohin. Die haben nur ein einziges Problem, Gewerbefläche. So, und da sind sie sehr schnell dabei und beraten, gemeinsam zusammenzuarbeiten mit dem Landkreis drumherum. Das heißt, da, wo es notwendig ist und die Politik vernünftig ist, findet man sich auch. Aber wenn Sie fragen, Kooperation im Vergleich in Deutschland, wir reden ja zunehmend um sehr, sehr stark werdenden Wettbewerb der Regionen untereinander und die Handlungsfähigkeit. Und da ist es ganz einfach so, dass es eine kreisfreie Stadt relativ leicht hat, politische Dinge zu beschließen, wenn sie stark aufgestellt ist, Verwaltung und Politik, und die Dinge durchzudrücken. Landkreise haben da erheblich andere Probleme. Ich beneide keinen Landrat um seinen Job. Jeder Provinzbürgermeister mit noch so einer kleinen Stadt ist in der Lage, einen Landkreis im Kreistag lahmzulegen mit seinen Wünschen und seinen Hoffnungen. Und wenn Sie das teilweise in den Kreisen sehen, welche Kirchturmpolitik davon 5.000, 6.000, 8.000 Einwohnergemeinden gemacht werden gegen einen Kreis und man nicht zu einer gemeinsamen Handlung kommt, da kommt man schon schwer ins Grübeln. Und da sind Landkreise erheblich schwieriger in Wettbewerb aufgestellt als die Städte, die ganz anders handeln können. Und wenn die Landkreise sich da nicht an den Riemen reißen werden, viele sind ja sehr ländlich aufgestellt, werden sie da in Probleme reinlaufen. Das ist so sicher wie das Amen der Kirche. So wird es nicht mehr weitergehen können. Vielen Dank. Kommen wir mal zum Thema, ganz grob gefasst, Kultur. Herr Zahn, kommen potenzielle neue Mitarbeiter zu Ihnen, zu Bosch, weil es in Eisenach ein Theater gibt? Oder freundlicher gefragt, ist Kultur ein Standortfaktor für ein Unternehmen wie das Ihre? Aber sicher ist Kultur ein Standortfaktor. Das geht im Grunde genommen, sage ich mal, beginnt jetzt nicht nur bei den öffentlichen Theatern, sondern das geht Restaurants, Schule, Möglichkeiten, Bibliotheken, alles das spielt eine wesentliche Rolle. Und wenn ich nun durch die Stadt gehe, ist es eigentlich im Vergleich, sage ich mal, jetzt zu Erfurt, ja, ist vielleicht nicht so ganz klar, aber hier in Eisenach ein bisschen schon tote Hose ab 19 Uhr. Ja, das ist leider so. Ja. Ich frage mich auch immer, also wo sind die BA-Studenten? Die scheinen also zu pendeln, morgens hin, abends zurück. Ja. Oder die haben so viel zu tun, dass sie also keine Zeit haben, was zu machen. Wirtschaftsminister würde hergehen und sagen, sie haben zu wenig Einkommen, um in die Kneipe zu gehen. Ja. Das glaube ich auch nicht. Ja. Also von daher spielt im Grunde genommen Kultur schon eine große Rolle. Und zu Kultur gehört natürlich also auch hier diese grünen Reservate. Da haben wir eine ganze Menge. Und ich kann auch nur das bestätigen, wenn wir jemanden überzeugt haben, mal von einem anderen Bundesland oder aus dem Ausland hier nach Thüringen zu kommen, nach Eisenach, und er sehr aufgeschlossen ist von seiner Seite, ja, das ist ja auch wichtig, man muss ja aufgeschlossen sein, dann ist er eigentlich relativ stark und schnell überzeugt, dass es gar nicht so schlecht ist. Ja, also das sind also auch Momente, aber wir müssen erstmal jemanden hierher bringen. Ja, und es ist teilweise schwierig, oder man stellt fest, im eigenen Unternehmen, ja, bis der Schwabe mal sich vom Südwesten aufmacht, hier in diese Richtung, auch privat, ja, das dauert eine gewisse Zeit. Ja, aber der ist ja sowieso beschäftigt, im Grunde genommen, mit dem Putzen und Reinigen. Ja, der hat ja gar nicht so viel Zeit. Ja, es grüßt die Kehrwoche. Dankeschön. Herr Professor Ludwig, welche kulturelle Grundausstattung brauchen wir denn in einer Region, um auch 2020 noch attraktiv zu sein? Das hat bestimmt schon mal irgendjemand wissenschaftlich untersucht, oder? Es gibt Untersuchungen aus Ende der 90er Jahre, wo die infrastrukturelle allgemeine Grundausstattung mal verglichen wurde zwischen den ostdeutschen Bundesländern und den westdeutschen Bundesländern, mal Flächenländer, also ohne Stadtstaaten und so weiter.
Und da kam heraus, dass es in einigen Bereichen noch deutlichen Nachholbedarf gibt, zum Beispiel bei Straßenbau. Aber in anderen Bereichen, jetzt bin ich bei der Kultur, der Osten eigentlich schon besser ausgestattet ist als der Westen. Und eigentlich die Politik dann in den Kommunen, in den Ländern, ostdeutschen Ländern, ja eher dahin gegangen ist, einzusparen an dieser Stelle. Ja, durch Zusammenlegen von Orchestern, von Theatern. Und da gibt es ein ganz großes Maßnahmenbündel, was eher dem Standort schadet, dem Image, obwohl es ökonomisch gesehen, also von der finanziellen Seite her gesehen, ein gewisser notwendiger Schritt gewesen ist. Was entscheidend ist bei kultureller Grundausstattung, meine ich, sind letztlich die Schulen. Weil alle Leute, die hierher kommen, die bringen ihre Kinder mit oder bekommen ihre Kinder, ja, nachdem sie ihm was und so weiter, na, was wir vorhin hatten. Und die wollen natürlich Schulen haben, die eine exzellente Ausbildung bieten. Die wollen natürlich auch ins Theater gehen, die wollen in Konzerte gehen, aber da gibt es eben gewachsene Standorte für solche Entwicklungen, Eisenach und dann auch im Umkreis. Man muss ja da ein bisschen weiter auch schauen als nur in dem Wartburgkreis, da kann man bis nach Meiningen schauen, was Theater anbetrifft und so weiter. Da ist ja vieles da. Ja, aber entscheidend, glaube ich, sind die Schulen. Vielen Dank. Herr Lennart, wie hält man denn jetzt junge Leute, wie gewinnt man die mit den Theatern, mit den Schulen oder eben, was wir vorhin schon mal hatten, mit Social Media? Ich finde es schon interessant, dass Sie bei Kultur, Theater und Social Media gleichsetzen. Ich habe einen weiten Kulturbegriff, ich bin ja nicht aus dem Feuilleton. Aber ich weiß, was Sie meinen. Professor Ludwig hat gerade schon einen wichtigen Punkt gesagt und das werden viele Arbeitnehmer und Sie spüren es heute schon. Sie können Arbeitsplätze anbieten, wie Sie wollen, in einer Qualität, wie Sie wollen, teilweise auch mit Gehältern, wie Sie wollen. Wenn die weichen Standortfaktoren der Region nicht mehr stimmen, kommt der Arbeitnehmer nicht mehr. Und wir haben Wachstumsregionen, in denen wir arbeiten, die laut Prognostudie zu den Besten gehören und mit starken Unternehmen, die kriegen heute schon nicht mehr die Mitarbeiter, weil, und da sind wir bei Social Media, es heute so abgeht, der Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin kommt in das Unternehmen, findet einen wunderbaren Arbeitsplatz, geht nach Hause, erzählt der Familie, ich will da und da hinziehen, das ist das Erste, was Sie machen. Sie gucken ins Internet. Und dann gucken Sie sich bitte mal den Internetauftritt unserer Kommunen an, da fallen Sie hinten rüber. Das ist Steinzeit gegen Jugend. So, das heißt, die Kinder forschen im Internet, sagen, da willst du hingehen, du hast doch wohl nicht mehr alle, da ziehen wir nicht mit. Und das ist das, wo Unternehmen mittlerweile zunehmend auch mit Regionen zusammenarbeiten müssen, wenn sie die gleichen Standortfaktoren in den Griff bekommen wollen. Und ob das jetzt Kultur ist, wie es Dr. Professor Ludwig gesagt hat, mit Theatern oder Sonstiges, das ist eigentlich egal. Denn der Lebensraum für die Familie muss da sein, es muss hip sein, dort leben zu können und man muss Spaß haben. Und wenn Sie fragen nach Kultur, bei uns sind die Theater und Opernhäuser immer leer. Ich habe vor kurzem die Lyon Oper besuchen dürfen. Da sind unter 40% der Besucher unter 30 Jahre. Das träumen sie nur von. Auch das ist eine Art von Erziehung und auch eine Frau, die das haben will. Die würden ohne Oper gar nicht leben können. Bei uns kommt man ohne Oper wunderbar zurecht, da sucht man sich das woanders. Also die weichen Standortfaktoren bekommen eine große Bedeutung. Und wenn Sie sich dann aber die Auftritte der Kommunen angucken, dann kriegen Sie nur einen Schrecken. Haben Sie denn schon mal www.eisenach oder wattburgkreis.de eingegeben? Natürlich. Und? Ja. Sie sind unter Beobachtung, die Landrat und Oberbürgermeister. Also mein Sohn würde jetzt sagen, du hast sie wohl nicht alle. Da habe ich schon ganz andere Standorte gesehen, aber das gilt auch für Großstädte in der Darstellung, was Internet anbetrifft. Es ist einfach ein Riesenproblem. Und fast alle Städte und die Führungen haben auch ein Riesenproblem, sich in den Social Media, in den Foren und so weiter selbst darzustellen. Es gibt Beispiele in Xing, Gruppe, Aachener Gruppe, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Teilnehmern die mittlerweile hat. Aber da tun sich Kommunen wahnsinnig schwer, auch über das Thema Bloggen und ähnliche Dinge sich überhaupt darzustellen. Der Bürgermeister wird wahrscheinlich sagen, ja, du spinnst wohl, wenn ich sage, du sollst in den Blog gehen und ich soll ja jeden Tag antworten. Das hat bei uns überhaupt noch keine Kultur, aber auch ein Mitarbeiter im Blog überhaupt die Genehmigung zu geben, frei zu schreiben, der muss erstmal durch die Pressestelle gehen, bevor er was äußern darf. Nicht? Das ist ein dickes Brett, aber das wird kommen und wenn wir die Jugendlichen halten und einfangen wollen, dann werden wir das sehr, sehr schnell ausbauen müssen. Ja, das ist vielleicht noch ein Thema für am Rande, aber ich weiß von einem Pressesprecher aus so einer bundesweiten Pressesprecherrunde, wo der Pressesprecher der Stadt Duisburg erzählt hatte, nach diesem furchtbaren Unfall bei der Love Parade, wo wirklich einer
wo die gesamte Kommunikation entglitten ist, wo Menschen in diesem Tunnel Bilder machten, von dort Nachrichten versandten. Und das war für das Land Nordrhein-Westfalen, für den Innenminister, für die Stadt Duisburg, es war nicht mehr zu halten. Also es sind wirklich komplett andere Zeiten und ich als Redakteur einer Zeitung, die noch auf Papier erscheint, ja, die noch mit Autos ausgefahren wird, was völlig anachronistisch ist, verstehe auch da die Welt nicht mehr. Ich würde sagen, wir sind für vieles halt einfach schon zu alt geworden. Es passt jetzt nicht in Ihren Ablauf, aber weil Sie das Beispiel gerade genannt haben. Mein Sohn ist zu dieser Love Parade hingefahren, er studiert in Amerika, war zufällig da, fährt mit seinen Freunden hin. Ich war in Frankreich mit meiner Frau im Urlaub. Und ich sitze abends am Skype, das Skype geht. Und wer ist dran? Meine Tochter aus Peru, die gerade ein freiwilliges soziales Jahr sagt und sagt, was ist mit Max los? Lebt er noch? Da gibt es zig Tote. Wo hat sie das her von ihrem Freund, der irgendwo in Hamm gesessen hat? Und unsere Schwiegermutter, die in Duisburg wohnt, hat überhaupt nichts davon mitbekommen. Und das ist Social Media heute. So schnell geht das. Bevor die es vor Ort hören, dann geht es weltweit durch Social Media ruckzuck in den Informationen. Und sie können das nicht mehr steuern. Ja, und Frau Dr. Eichborn, damit wir den Anschluss daran nicht verlieren, auch hier im Wartburg-Kreis, frage ich jetzt mal, was ist für Sie hier wichtiger in Wartburg, in der Wartburg-Region? Bis 2020 schnelle Straßen oder schnelle Datennetze, damit wir immer wissen, wo der Sohn, wo die Tochter ist? Also damit wären wir ja jetzt weg von den weichen Faktoren, eigentlich wieder hin zu den harten Standortfaktoren. Schnelle Straßen sind ganz wichtig. Es ist wichtig, dass der Freistaat gut an die anderen Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland angebunden ist. Hier ist in der Vergangenheit ganz viel bewältigt worden. Die A4, die A9, die A38, die A71, die A73. Das ist eine wunderbare Andockung an die anderen Regionen. Denken Sie an die VDE 8, die 2015 von Erfurt Richtung Norden nach Berlin intakt sein wird. Was ist denn das? Die Eisenbahnverbindung Berlin-München, die die Reisezeit von 6 Stunden auf 4 Stunden verringern wird. Damit, das wird einen auch Impuls geben, gerade auch für die Eisenacher Region, weil wir in ein S-Bahn-System dann auf der Mitte-Deutschland-Verbindung verkehren lassen werden. Das ist positiv. Ganz wichtig ist natürlich die Andockung an das Breitbandnetz. Sie haben ja sehr schön hier geschildert, wie das in einem globalen Prozess geht. Und gerade unsere kleinen Unternehmen, wenn die international wettbewerbsfähig werden wollen in den Segmenten Nanotechnologie, in Informations- und Kommunikationstechnologie, bei den erneuerbaren Energien und, bei diesen Schlüsseltechnologien, dann brauchen wir die Möglichkeit, viel Informationen gleichzeitig durch dieses Netz zu transportieren. Wir verhandeln, obwohl wir als Ressort dafür nicht zuständig sind, das macht ja der Wirtschaftsminister, mit dem Bundesverkehrsministerium wegen der Breitbandkabelvorrichtungen entlang der Autobahnen. Und wir verhandeln mit der Deutschen Bahn, um das dennoch möglich zu machen, entlang der Deutschen Bahn die Kabelkanäle mitzunutzen für diese Einrichtung. Dankeschön. Ja, Kultur, Hard- und Hardware hängen zusammen. Man sieht es beim Thema Internet. Stichwort schnelle Straßen. Welche Effekte wird zum Beispiel der Bau der A44 haben zwischen Kassel und Eisenach, der ja wohl in den nächsten Jahren so bis 2016, 17 endlich mal fertig sein wird? Was hat das für Auswirkungen, wenn etwa 15 Kilometer westlich von Eisenach ein Autobahndreieck entsteht, so wie es jetzt bei Bad Hersfeld 2 gibt? Herr Lennart, braucht denn der Wartburg-Kreis massig neue Gewerbegebiete in der Nähe dieses Autobahndreiecks? Sagen wir so rum, von der rein statistischen Zahl her haben wir 220 Hektar Gewerbegebiete hier zur Verfügung. Und ich werde das nicht vergessen in der Präsentation, wie dann der Chef der LEG, der für internationale Ansiedlung zuständig ist, aufstand und sagt, Sie haben zwar viele Gewerbegebiete, aber nicht das, was wir brauchen für die internationale Ansiedlung. Zu gut Deutsch, Masse heißt noch lange nicht Klasse. Und das Gewerbegebiet, was im internationalen Vergleich, das Industrie- und Gewerbegebiet, wohl notwendig ist, laut Aussagen der LEG fehlt. Und das macht es natürlich der Politik verdammt schwer, vor 220 Hektar Hintergrund eine Entscheidung zu treffen, noch ein neues Gebiet aufzumachen, weil die Landesentwicklungsgesellschaft dann wahrscheinlich auch zu Recht sagt, das mit dem richtigen Standard habt ihr nicht. Und das ist aber das Entscheidende, nicht die Masse. Okay, danke schön. Herr Zahn, in der Region gibt es ja eine Autobahn, es gibt einen Bahnhof und vermutlich den einzigen wirtschaftlich arbeitenden Flugplatz in Thüringen. Es gibt Schulen. Und sicherlich auch die Berufsschulen, von denen Sie schon sprachen. Es gibt eine TU in Ilmenau, Fachhochschule Schmalkalden, Berufsakademie hier. Das ist doch alles bestens, oder? Sie sind doch wunschlos glücklich.
Ja gut, wir diskutieren ja immer noch, ob man ein Outlet hier von der TU Ilmenau automotive-lastig hier installieren kann. Sind also auch dabei, gerade hier die Unternehmen einzubinden. Die Nachfrage, wie sieht sie aus, wie muss das ausgestaltet sein, das ist also ein weiterer Punkt. Aber ich muss ganz einfach mal sagen, dass die Infrastruktur mit der FH Schmalkalden hier also in Westthüringen auch sehr gut verankert ist. Würde mich freuen, wenn also Schmalkalden auch mal in einer dieser Hitlisten der Wirtschaftswoche bei den Fachhochschulen auftritt. Ob das nur ein Thema ist der Vermarktung. Also wir haben ja die TU Ilmenau, die ja schon sehr weit an fünfter oder sechster Stelle in den nationalen Rankinglisten der Wirtschaftswoche auch schon da ist, und es ist erkennbar, dass diese Ilmenauer Lehrstühle schon relativ, sage ich mal, Richtung Süden und Südwesten auch abziehen. Ich hatte also den Kunden BMW zu Besuch und die Einkaufsabteilung, und da war jemand, der promoviert hatte in der TU Ilmenau. Finde ich auch gut, dass man also auch in München überzeugte, sage ich mal, TU Ilmenauer findet. Und es dauert seine Zeit, das war auch in Westdeutschland so. Aachen hat sich ja nicht, sage ich mal, innerhalb von 5 Jahren zu einer Top-Universität entwickelt. Ja? Und es müssen auch in der Industrie in bestimmten Positionen, ja, Leute sein, die an der TU Ilmenau beispielsweise oder FH Schmalkalden die Ausbildung genossen haben, um dann wieder den Sog zu machen, um die Leute zu ziehen, generell gesprochen. Aber was mir noch fehlt in der Diskussion, es geht nicht nur um Autobahnen, ja, sondern wir müssen auch überlegen, gerade hinsichtlich der Energie, ja, wie kriegen wir Energie hierher? Ja, wir brauchen über Windkraftwerke offshore zu sprechen, ja, da bleiben hier die Öfen noch kalt. Ja. Das heißt also, wir brauchen intelligente Netzsysteme, ja, und da haben wir so Diskussionen über Hochspannungsleitung auch im Thüringer Wald. Dem müssen wir uns stellen, auch ganz realistisch. Ja. Oder hier die Öfen bleiben eben mal kalt. Und darüber hinaus auch intelligente, sage ich mal, Speichersysteme. Und das ist ein Industriezweig, wo Thüringen auch technologisch und wertschöpfungsmäßig, sage ich mal, die Komponenten auch dazu liefern könnte. Ja, danke schön, Frau Dr. Eichborn. Das passt ja doch prima. Also keine Windanlagen offshore, sondern onshore, hier rund um die Wartburg. Und Speicherkapazitäten, es gibt ja viele Stauseen im Thüringer Wald, das ist doch bestens geeignet, um hier noch ein paar Pumpspeicherkraftwerke zu machen. Wie wird denn diese Energiewende die Region hier verändern und wie zum Guten verändern? Also zunächst einmal stimmt, das Thema Windkraft ist in Thüringen ein kritisches Thema, und ich glaube, da ist in der Vergangenheit auch sehr viel falsch gelaufen, weil, sagen wir mal, der Investor aus dem Westen sich hier Grund und Boden unter Nagel reißt oder anpachtet, und das, was er an Gewinn aus diesen Projekten zieht, das nimmt er mit sich in den Westen, die Finanzmittel bleiben nicht hier. Anders in anderen Regionen, da gibt es, wenn man sich für einen Windpark entscheidet, in der Region einen Bürgerpark. Und das bedeutet, dass sowohl die Gemeinde oder auch die Agrargenossenschaft ihre Vorteile mit aus diesem Projekt zieht. Das halte ich schon mal für grundlegend. Windanlagen nur in den Regionen, wo die Menschen mitgehen diesen Weg. Das heißt die Gemeinde mit den Bewohnern, das heißt die Agrargenossenschaft vor Ort. Da, wo das nicht der Fall ist, brauchen wir es nicht machen. Ansonsten verweise ich auf ein Beispiel in Österreich. Da gibt es eine Gemeinde oder einen Bezirk mit dem Namen Güssing im Burgenland. Gleiche Problemlage wie in den neuen Ländern, hohe Arbeitslosigkeit Anfang der 90er Jahre, bis ein Bürgermeister kam und sagte, so, ich setze auf erneuerbare Energien, übrigens ohne Windkraft. Photovoltaik, Solartechnologie und. Bioenergien, die sind heute energieautark auf dem Strommarkt und auch auf dem Wärmemarkt zu 100% und haben damit ihre regionale Wertschöpfung erhöht. Früher konnte man in der Region über die Energie eine Wertschöpfung von 650.000 Euro erzielen. Das war noch 1991. Im Jahr 2015 werden es 22 Millionen sein in diesem kleinen Ort. Die Energiepreise in der Region sind so abgesenkt durch diese Eigenversorgung, durch diese Autarkie, dass sich neue Unternehmen in der Region angesiedelt haben. Und zwar in Betriebszweigen, die man vorher in der Region gar nicht hatte. So stelle ich mir die Entwicklung zum Beispiel auch für die Wartburg-Region vor. Na dann warten wir mal ab, Herr Professor Ludwig.
Vorhin ist es schon mal angeklungen, um jetzt dies noch rund zu machen, was man so an Ausstattung braucht für die Zukunft. Diese Gegend ist ziemlich auf die Autoindustrie fixiert. Was kann man tun, um diesen Branchenmix vielleicht noch zu verbessern, dass man nicht das nächste Mal, wenn die Nachfrage nach Autos zurückgeht, dass dann wieder alle um Opel bangen? Und wie exportstark muss diese Gegend werden? Ich glaube, die Exportquote liegt jetzt so bei 30% oder 35%. Wo muss das noch hingehen? Ja, grundsätzlich Monokultur ist schlecht, weil sie dann immer von einem faktisch abhängen. Das betrifft die Autoindustrie eher noch als die Zulieferindustrie, weil die Zulieferindustrie natürlich schon diversifiziert hat. Die hängt ja nicht nur an einem Autohersteller. Trotzdem, generell, insofern mehr Differenzierung müsste hinein, was diesen Industriesektor anbetrifft. Und da kann doch das eigentlich die Richtung nur darin bestehen, dass man wirklich das, was hier auf dem Podium schon genannt worden ist, dass dort, wo neue technologische Ansätze kommen, neue technologische Entwicklungen und es auch Leute gibt, Unternehmer gibt, also Personen gibt, die das unternehmerische Risiko auf sich nehmen wollen, an dieser Strecke tätig zu werden, dass man die natürlich dann unterstützt. Und das ist dann der Bereich, hier wird viel über erneuerbare Energien gesagt, aber ich meine auch, dass selbst im Automobilbau ja eigentlich einiges in Bewegung ist, wenn man an die Elektromobilität zum Beispiel denkt. Das sind eben Entwicklungen, die darf man dann nicht verschlafen. Das ist dann, glaube ich, schon der entscheidende Punkt. Aber es ist immer gut, wenn man diversifizieren kann in einer Region, damit man eben nicht einseitig abhängt vom Wohl und Gedeih und Verderb faktisch eines Sektors in der Volkswirtschaft. Aber wie das so geht, darüber haben Sie jetzt noch keinen Aufsatz geschrieben, ne? Wo man nachlesen kann, was man tun muss, um zu diversifizieren. Erstens, zweitens, drittens. Ja. Tja. Ja, meine Damen und Herren, ja, wir sind ziemlich gut jetzt mit unserer Runde fertig geworden. Erstmal ein herzlicher Dank an alle, die hier oben sitzen. Wir haben es prima geschafft, ja. Gut in der Zeit.